Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. Na, dann wollen wir mal ab ins Auto und ganz wichtig, ab in die Zone. Wir müssen irgendeine Stadt erreichen, das werden wir schon schaffen. Starten, Gang einlegen. Was war das eigentlich nochmal? Ändern. Handbremse. Oh, Handbremse habe ich jetzt drin. Habe ich noch mehr Fähigkeiten? Nö, ich habe nur eine Handbremse. Na gut, mit linken Control. Haben wir das endlich auch rausgefunden? So, dann versuche ich mal zu fahren. Wir müssen wieder nach links. Ich hoffe, wir haben alles Wichtige dabei. Na, schauen wir mal. Was ist das? Das ist mein Logbuch. Ach, ich soll vielleicht auf die Straße gucken. Hab mich da gerade selber erschrocken. So, hui. Ach, das funktioniert immer so schön schnell. Und die Route ist geplant nach E5. Dann wollen wir mal. So, das sieht doch schön grün aus. Jetzt sieht es wieder schön rot aus. Nebenstraße abgelegen. Feuchtwald, äußerer Ring. So, wo müssen wir denn hin? Also die gelben Teile sind so Exit-Zonen. Und wir müssen dahin. Wir müssen ja eine weiterreisen. Wieso ist mein Weg? Ah, okay. Das passt. Und vor uns sind ein paar Häuser. Dann wollen wir die Häuser doch mal ein bisschen durchsuchen. Wir brauchen nämlich noch jede Menge guten Loot. Wollen wir schließlich unser Auto verbessern. Da ist was Grünes. Da ist was... Die Relikte Teil 1 will ich mir jetzt nicht anhören. Ich habe doch die Handbremse eingelegt. Was ist denn das hier? Nein, wo ist mein Brecheisen? Ach Mist, das liegt im Auto. Dann muss ich mich mit dem Teil hier verteidigen. Pulsierendes Herz. Aha. Datum unbekannt. Ich irre seit mindestens 2. Bla bla bla. Bla. Mensch, ist das viel Text. Boah, ist ein pulsierendes Herz. Keine Ahnung, was das kann. Ist das gefährlich? Bist du gefährlich? Sieht nicht so aus. Sieht ein bisschen so aus, als ob da Pfannen drin wären. Okay, aber ich kann es, glaube ich, nicht abbauen und auch sonst nichts machen. Und bist du ein Kreis des Todes? Du bist ein knisternder Nebel. Plasma. Ich denke, mit ein bisschen Zeit, Budget, Laborbedingungen. Oh je. Da ist noch eine Anomalie. Links, rechts. Was ist denn ein links, rechts? Oh, wäre es nicht so viel Text, würde ich es rausfinden. Es sind Anomalien. Tut die weh? Ja. Die eine tut weh. Tut die links, rechts weh? Hallo? Ich dachte, die vertauschen wenigstens mein links und rechts auf der Tastatur. Nö, machen aktuell gar nichts. Na gut, haben wir ein bisschen was gelernt. Hier ist ja ein schönes Haus. Ich hoffe, da muss ich nicht gleich die Brechstange holen. Hey, wo ist mein Loot? Bin hier wegen Loot hergekommen. Ohne Loot werde ich das hier nicht verlassen. Da, davon rede ich. Ein Plastikbecher und 2 Stofffetzen. Das reicht ja schon. Ein Fernseher. Her mit meinen elektronischen Bauteilen. Kann schon nicht mehr richtig reden. Und die Episode hat gerade erst angefangen. So. Draußen haben wir wieder Geräusche. Das ist aber unfreundlich. Wer macht Geräusche? Aha. Und ihr müsst hier auftauchen. Mag euch nicht. Total unsympathisch seid ihr mir. So. Aufsammeln. Oh, da ist hier noch was drin. Nehme ich sofort. Ihr behaltet schön eure aktuelle Position bei, okay? Benzintank ist leer. Primitive Tür gibt's gleich nicht mehr. Ja, ihr kommt nicht näher, okay? Muss ich euch auch anstarren, wie in dieser einen Dr. Who-Folge. So. Alter Schwede. Würdet ihr das bitte lassen? Ich bin auch so nicht begeistert, hier zu sein. So.
drehen wir uns einmal um, um das zu verifizieren. La 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 la. Aha! Auf frischer Tat erwischt. Könnt ihr mir was antun oder teleportiert ihr euch nur gerne? Leckt mich doch am Arsch. Wir ignorieren sie, bis sie uns angreifen. Oder bis was Schlimmeres passiert. Nein! Verschlossen. Ein Brecheisen brauchen wir. Hätte ich's doch mal aus dem Kofferraum geholt. So, schön da drüben bleiben. Oh, was ist denn da schon wieder passiert? Mit dem Kabel. Ach, sieht eigentlich noch heil aus. So. Ein Brecheisen, das zuweisen wir gleich mal auf die zwei. Kann ich eigentlich das direkt so machen? Wenn das nicht ausgerüstet ist? Nee. Schade. Das mit dem Zuweisen ist noch etwas umständlich, würde ich mal sagen. Vielleicht sollte ich auch nicht so oft aus dem Auto gehen. Ich weiß es nicht. Ich brauche hier die Ressourcen. So, wir wollen erstmal hier rein und mit der Brechstange rein. So, was haben wir denn hier? Einen Rucksack nochmal. Oh, da sind nur Stofffetzen drin. So, Chemikalien. Nur eine Flasche, das war's. Und eine Werkzeugkiste. Kein Werkzeug drin, das ist aber schade. Plastikabfall war aber drin. Nochmal kein Werkzeug, aber eine Batterie. Bisschen Schräubchen. Oh, da ist ja nichts drin. Wieder nur T-Shirts, irgendwas Interessantes noch hier. Ja, zumindest ein bisschen zerbrochenes Glas. Davon hat man bis jetzt noch eins. Eine Gummiente. So, und mehr Stofffetzen. Hast du schon? Ich glaube, das war's schon. Na gut, dann ab zum Auto. Ja, ich weiß, dass ihr mich verfolgt. Ich bin nicht begeistert. So. Ab und zu verfolgen die mich. Und keiner ist hinter uns. Das ist wunderschön. Kann ich die nicht einfach quickstacken nach rechts? So ein Quality of Life irgendwie Steuerung gedrückt halten. Verschieben. Na, mit Leertaste ging's. Warum nicht? Solange es geht, bin ich zufrieden. So, wir haben jetzt die ganze Zeit den Motor laufen lassen und nur die Handbremse gezogen gehabt. Ach, egal, Sprit haben wir genug. Anzeige ist fast voll. So. Oh, da ist noch ein Kofferraum. Handbremse. Das müsste man natürlich untersuchen. Und die Geräusche ignorieren wir wieder einfach weg. Oh, wir haben 20 Fackeln auf der Hand. Kann ich denen mit Fackeln irgendeinen Schaden zufügen? Auf die 1. So, entzünden. Ja! Ja, wunderbar. Die Fackeln sind nützlich geworden. Oh, die eine hat sich bewegt, obwohl ich... Ja, ich sehe dich an. Du darfst dich nicht bewegen. Das sind die Regeln. Oh, hab dich nicht getroffen. So, das war's hoffentlich mit euch. Kann man hier endlich mal in Ruhe looten. So, wir brauchen doch das ganze wertvolle Zeug. Primitive Platte. Okay, die ist eigentlich nur hier außen. So langsam verstehe ich, wo die Sachen beim Auto sind. So. Ersatzreifen. Her damit. Ich nehme doch alles. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Obwohl, das ist ja niet- und nagelfest. Alles, was sich nicht wegflexen lässt, nehme ich mit. Dafür sind wir hier. Obwohl, wir sind eigentlich dafür da, einen Wegpunkt zu erreichen. Na gut, können ja beides machen. So, kann ich das nochmal schnell stecken? Ja. Oh, das wollte ich gar nicht. Na gut, stack. Ich glaube, der stackt sogar automatisch. Sehr schön. So, dann wollen wir mal weiter. Handbremse ist... wieder enthandbremst. Losgelöst von der Erde. Ei. Ich hab eine Fackel für euch. Handbremse. Handbremse. Ich hab sie gezogen. Oh. Ein Glück. Wäre mein Auto reingefahren, wäre es wahrscheinlich am Arsch. Bei so vielen. An den Kopf. Gut, an die Füße. Mein Auto hat leichten Schaden genommen.
Das finde ich suboptimal. Oh, da ist so eine Sphäre. Und die Blümchen können wir nicht aufnehmen. Und da hinten ist was genau? Wieder so ein Links-Rechts-Teil. Ist egal. Rohrpost. Wieso ist hier denn eine Rohrpost? Ah, das kann ich auch ganz schnell verschieben. Müllperle. Schneide eine Perle in zwei Hälften und du wirst tausende Schichten wertvoller Materialien um den Kern angeordnet finden. Wer weiß, was du findest, wenn du etwas davon zerlegst? Oh, ich mag's, dass ich das einfach quickstacken kann. Ich hab's endlich rausgefunden. So, du bist ein stabiler Anker. Sehr stabil bist du. Okay. Wieso gibt's jetzt Geräusche? Hätte ich die nicht einpflanzen sollen? Doch. Da wird bestimmt nichts schief gehen. So, was ist im Kofferraum? Alles, was mir gehört, ist die richtige Antwort. Oh, unser Verschrotter gibt gleich den Geist auf. Ah, dafür hat es noch gereicht. Ich bin überzeugt von der Qualität, die ich hier zusammenbaue. Ja! Wie viel hältst du denn noch aus? Oh, ein Sommerreifen. Das wäre natürlich viel besser als unser Ersatzreifen. Und dahin geht der Verschrotter. Oh, da ist nochmal... Na? Die Stufen wurden aber nicht bis zum Boden generiert. Das muss man schon sagen. So, einmal aufbrechen. Und her mit dem wertvollen Zeug. Ein Telefon. Einmal scannen. Achso, ich kann es gerade nicht zerlegen, weil mein Verschrotter weg ist. So ein Mist. Schubkarre kann ich nicht mit interagieren. Na gut. Und du bist jetzt einfach nur die Tür von der anderen. Ja. Ich hätte es mir denken können und mein Brecheisen ist direkt mit Verschwindibust. Ist ja gut hier mit euren Geräuschen. Ich habe ein ganz gesundes Basisangstlevel. Das reicht mir. So, was brauche ich? Einen Verschrotter. Ja, damit. Und ein Brecheisen. So, da ist noch eine Figur. Macht aber keine gute... Ah, da ist auch noch eine. Schön für dich, dass du mich erschrecken willst. So, der mit den Ressourcen. Einfach nicht hinschauen, dann sind sie auch nicht da. So, wunderbar. War da hinten noch was Interessantes? Nee, ich glaube nur die Rohrpost. Na gut, weiter geht's. Wieso ist die Tür denn offen? Ach, die wird, glaube ich, aufgesprengt. Wie geht's in unserem Auto? Ich würde sagen, relativ gut. Nur die rechte Planke da ist etwas kaputt. Okay, was ist denn das? Portal zu nah, ich wollte doch gar nicht dahin. Was ist das? Portal verknüpfen? Nee, auf keinen Fall, wir müssen doch dahin. Wir gehen Richtung Wegpunkt. Da ist noch eine kleine Hütte. Können wir zumindest mal vorbeischauen. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Da ist wieder so ein knisternder Nebel. So, jetzt aber Handbremse. Handbremse. Hier pulsierende Herzen und Knisternebel. Wisst mal Bescheid. So. Ah, Quickstack ist so ein geiles Feature der Neuzeit. Ich bin froh, dass ich das habe. Muss ich nicht mehr alles handbasiert aufsammeln? Ah, wunderbar. Mein Leben ist so viel leichter geworden. Kupferdraht. Ich wollte dich nicht in die Hand nehmen, ich wollte dich aufnehmen. Ich glaube, die elektronischen Bauteile habe ich hier aber ordentlich oft liegen lassen. So, was ist in der Kommode drin? T-Shirt, 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 T-Shirt. So, oh. Du bist doch so ein altertümlicher Projektor. Wieso kann ich dich denn nicht auseinandernehmen? Ein paar Elektronikbauteile wirst du schon noch haben. Keep your Schattenauge on the road. Wir sollen unser komisches großes Auge auf der Straße behalten. Das ist doch mein guter Tipp. Ah, das ist verschlossen. Aber nicht mit meinem Freund Brechstangi. So. Blöd stapeln. Ach, das ist wunderschön. Das wollen wir hier noch alles kurz mal ein bisschen niedermähen. Na komm. Ich treffe doch so. Ich finde, wenn es mir das schon irgendwie anzeigt in als Overlay, könnte es auch zählen als getroffen. Also wenn ich hier irgendwie so schneide, zählt das nicht.
Ich finde das können zielen. Ansonsten hätten sie es mir halt nicht anzeigen sollen. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. So. Schöne Ressourcen. Unschöne Geräusche. Ich glaube, so nenne ich die Episode, wenn ich mich dran erinnere. Irgendwas macht hier ein komisches, stöhnendes, seufzendes Geräusch. Ich bin's nicht, zur Abwechslung mal. Gleich ist es mein Auto, wer weiß es schon. So. Handbremse lösen. Und weiter dackeln können wir. Hey, wieso fährst du denn da lang? Ich hab dir nicht gesagt, dass du hier lang fahren sollst. So, hier nix treffen. Repariert das mein Auto? Das reagiert auf mein Auto. Einmal reparieren, bitte. Oh, da ist auch so ein Projektor drin. Bringt das mir was? Ja! Dankeschön! Die Herzen bringen doch was. Die Firma dankt. Aber nicht damit, dass wir da reinfahren. Ich hab's gewusst. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und vor allem hier was Positives. Oh, Kofferraum. Handbremse. Handbremse. Bisschen störrisch, das Teil. Das würde ich auf... Alarm? Wieso Alarm? Ist die Handbremse jetzt an oder aus? Bleibst du nicht an? Ich habe keine Ahnung, ob sie an oder aus ist. Mein Auto weiß es, glaube ich, auch nicht. Das ist ja schön. Was ist denn hier oben alles? Handbremse. Nein, roll doch nicht. Bringt das überhaupt nichts, die Handbremse? Muss ich das gedrückt halten? Wieso denn das? Ich hatte mich so gefreut, dass das funktioniert. So, wir müssen noch in den Parkmodus gehen. Müllcontainer. Her mit allem. Her mit allem, was nicht niet- und nagelfest ist. Diesmal wirklich. Da ist wieder so eine Statue oder so ein Vieh da drauf, da oben. Mit so einem glühenden Kopf. Ach, das könnte auch nur von vorhin, wo wir diese Sphäre her haben, gewesen sein. Na gut. Dann regen wir uns mal nicht unnötig auf. Plasma. Plasma abbauen. Zuweisung ändern auf die 1. Hui. Ja, mit dem Plasma. Sehr schön. Braucht doch das ganze Zeug für mich und meine Familie. Komm mal da hoch. Hier hat gerade irgendwas getriggert. Oder bin nur ich getriggert? Elektriker-Kit habe ich nicht. Das tut mir aber leid. Dann können wir noch nicht da hoch. So, einmal schließen. So, ich weiß leider nicht... Okay, Gang einlegen. Handbremse ist aus. Wie mache ich denn das dämliche Licht an? Was bist du? Helikopter? Ah, da ist das Licht. Ich spiele gerade nicht mehr mit Controller. Ich finde den Umstieg immer so... Bin ich so wechselhaft, wenn ich das mache? Ich muss nur noch rausfinden, welche Taste für Licht steht. Und dann läuft das hier. Ich finde mit Tastatur... stelle ich mich ganz gut an im Moment. So, da sind ja noch mehr Statuen. Ach nee, das war nur Holz. Ich sehe schon Gespenster. Ah. Ich glaube nicht, dass wir da oben durchkommen. Wir versuchen es mal ein bisschen weiter unten. Vielleicht haben wir hier eine Chance, wenn man nicht gegen einen Baum krachen. Gerade sage ich es noch. Dass ich das nicht wollte. Auch nicht bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das geht nur auf den Lack. So. Das sieht schon etwas besser aus hier. Hey, das ist ja ein kleines Straßensegment hier. Ach, ich habe, obwohl das nur 5 Meter ging, das wirklich genossen, darauf zu fahren. Ui. Ich bräuchte einfach so ein Hovercar. Oder am besten gleich ein Helikopter. Wieso ist ein Helikopter nicht ein Relikt, sondern dieses Auto, das hier nicht sehr geländegängig ist? Zumindest im Moment nicht. So, aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Das sieht aus wie eine kleine Klippe.
zumindest ein bisschen runter geht. Ach ja, minimal. Auto ist noch heil. Würde mich jetzt aber interessieren, wenn wir eh schon an so einem Teil hier sind. Was klappert da? Da hat nichts zu klappern. Können wir damit was machen? Können wir hier irgendwie rein? Also hier sehe ich keine Tür. Ich glaube, das ist einfach nur ein Deko-Objekt. Vielleicht da in der Mitte. Hat es einen Eingang? Wir schauen mal. Ja, Handbremse ist nicht gezogen. Es rollt auch nicht weg im Moment. Eingang? Nö. Also, nur Deko, bis man Jetpack wahrscheinlich haben und da hochfliegen können. Bezweifle aber, dass es in diesem Spiel existiert. Aber wer weiß. Wer weiß es schon. So. Ja, gescannt. Bringt nichts. Auf zum Wegpunkt. Wir können natürlich einmal kurz schauen, ob die überhaupt richtig fahren. Fast. Also wir stehen einfach falsch rum. Ich würde sagen, wir fahren richtig. Wegpunkt ist ja groß und klar. Kann ja gar nicht mehr schief gehen. Hui. Die Aussagen sind nämlich immer das Beste, dass gar nichts schief gehen kann. Na komm. Stell dich doch nicht so an, Auto. Einfach geradeaus, Bruder, liegt ein Stein. Ja, Entschuldigung. Kein Error. Ist doch alles gut. Halt an! Wer redet da? Alter. Our town square will be the epicenter for the greatest spectacle of technology on earth. Uh-huh. So many of you wrote in and came. All we need is that every household, yes, I mean every single one of them, gets to take home their very own radio. Ich finde den Text ein bisschen zu leise. Ich höre auch kaum was. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Übersetzen kann ich so schnell nicht. Das ist ein cooles Auto. Oh, mit Stahlplatte. Ja, keine Ahnung. Da oben läuft es weiter. Wie gesagt, das ist deutlich zu leise. Sommerreifen. Kann ich doch alles kennen. Gepanzerte Tür, der hat ja alles. Das ist ja cool. Kann ich nicht noch mehr scannen? Hallo? Geräusch? Kein Geräusch. Gut, sind wir uns einig. Ja, das mit den Dialogen in dem Spiel finde ich wirklich ein bisschen schade für euch und für mich. Eigentlich habe ich kein Problem damit, Englisch zu verstehen. Aber das ist so leise und ich bin so abgelenkt von anderen Geräuschen. Ich kann hier nicht einfach hier hinschieben und es einfach lesen. Keine Ahnung. Funktioniert das bei dir auch? Hallo? Naja, solange du da deinen Spaß hast, kann ich hier weiter rumschneiden. Ja, auf was zeigst du denn? Ich bin doch hier auf dem... Ach, Sommerreifen. Na gut. Eher damit. Eher mit dem Gummi. Und auch die Sachen könnten ein bisschen besser leuchten. Okay, das Teil heißt einfach Squire. Hier leuchtet dann nichts mehr. Schade eigentlich. Ah, doch. Hier ist noch eine gepanzerte Platte. Das bringt bestimmt schöne Ressourcen. Wir sehen uns das gleich an. Vor allem hier so ein Stahlblech. Dass ich mir gerade stahl. So, die Scheinwerfer kann ich nicht scannen. Oder abbauen. Schade. So, hier haben wir alles. Gibt es hier noch Platten? Nö. Gut, dann sind wir da komplett fertig. Das Flugteil hat uns in Ruhe gelassen. Vielleicht sind die gar nicht so gefährlich. So, rein damit. Was haben wir bekommen? Stahlblech. Und was ist das? Thermosaftkristall. Okay. Schön rein mit allem, was Miete zahlt. Und dann wollen wir mal weiterfahren.
einlegen. Scheibenwischer kann aus. Regnet hier gar nicht mehr so viel. Weiß gar nicht, ob es heute überhaupt schon geregnet hat. Weiß nicht, warum die gerade an waren. Ach, das macht das Auto einfach mal so. Fährt auf jeden Fall so, als ob es ein eigenes Hirn hat, mit dem es versucht zu denken und es so suboptimal klappt. Fast. Na gut. Oh, wir brauchen noch so ein grünes Herz, aber das findet man wahrscheinlich nicht so schnell. Die Statuen haben das Auto echt gut ausgeteilt, haben die mir. So, achso, Licht. Ich halte doch nicht immer das Licht aus. Park doch extra mit Licht. An Licht soll man nicht sparen, sonst sieht man nichts und sonst wird es noch gruseliger. Oh, ein Truck. Achso, das ist einfach nur so ein Ding mit einer Rampe wieder. Ich würde sagen, wenn wir schon hier sind. So. Anscheinend bringt die Handbremse auch nur so viel. So, ein Truck. Ein Abschleppwagen. Oh, ein Offroad-Reifen. Ja, damit. Dann wird die Rampe zwar nicht mehr gut benutzbar sein, wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle. Ach, er ist nicht abgesunken. Glaub, die Felge schwebt einfach ein bisschen in der Luft. So. Ja, mit dem ganzen schönen Zeug. So, du bist ein Tank, mit dem ich nichts anfangen kann. War hier noch was? Nö. Da taucht immer nur wieder Abschleppwagen auf. Reinsetzen kann ich mich auch nicht. Und hier vorne hast du auch nichts. Na gut, weiter geht's. Ja. Hier hinten sind noch Pipelines. Ziemlich große. Wir sind ja hier gleich am Ziel. Ich glaube, da kann man nicht viel looten. Da hinten vielleicht, da gibt es so ein Gebäude. Ich schätze, da komme ich auch nicht ohne weiteres rein. Hier ist so eine Kugel. Mensch, die haben aber viele interessante Sachen hier. Was kann ich denn mit so einer Kugel machen? Ich sehe zwar selber ein bisschen aus wie eine Kugel, das heißt aber noch nicht, dass ich mit jeder Art von Kugel klarkomme. So. Parkmodus mitten in der Fahrt. Zerreißt höchstens mal ein bisschen was im Auto. Ist nicht so wichtig. Ist das einfach ein Lagertank für Gas? Sieht so aus. Können nichts machen. Schade eigentlich. Oh, ich glaube, da hinten ist schon Instabilität. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen beeilen, aber ich würde sagen, wir sind doch gleich am Ziel. So. Einmal links rum. Ich glaube, ich sehe noch einen Plasma-Generator. Plasma nachschauen. Ui. Ui. Überraschend robustes Auto doch. Ah, da ist ein Heilherz. So. Rein, raus, raus. Mist, auswählen. Das ist mitunter immer noch das Nervigste hier. Ah gut, die Fackeln. Ich brauche wirklich mehr Handslots. Ja, mit dem schönen Plasma. Ja, und ihr schon wieder. Ihr könnt mir gar nichts heute aufbrechen. Beziehungsweise aufhebeln. So, was liegt hier noch? Ein Receiver. Was receivst du denn? Elektrokomponenten? Das ist immer gut. Her damit. Her damit, her damit, her damit. Irgendwie noch was drin. Da ist eine Tür. Da ist eine Kiste. Alle stapeln. Was sich stapeln lässt. Ein umgekippter Spind. Hält mich nicht vom Looten ab. So. Hier geht's. Da ist noch ein cooles Auto. Ja, ja. Strahlung? Wieso nehme ich... Hallo? Wieso nehme ich Schaden? Und da ist die Instabilität. Ich glaube, wir hauen ab. Bevor die wirklich auf uns zukommen. Und dann können wir vielleicht noch unser Auto da reparieren. Wenn es denn darauf zufahren will. Komm schon. Lass mal uns schön heilen. Sehr schön. Auch rechts hier die Außenplatte heilen.
Schnecker. Nein, war's das schon? Nein, hinten, die Platte ist nicht geheilt. Ich glaube, wir haben die ganze Heilenergie für die restlichen Schäden aufgebraucht. So. Eine Straße, ist das wunderschön. Freue ich mich wirklich zu sehen. Und dann wollen wir mal zum nächsten Checkpoint, dass wir in diese Stadt kommen. Hui. Das war's mir wert. Da haben die Intrusive Thoughts gewonnen. That's Psalm 23 now. 23, one of our ministry's most beloved psalms. And so he says, I make if you lie down in green pastures. I lead you beside the still waters. Now, it's our trust in the Lord, even when we are scared and lonely or hurt, that he will guide our bodies and he will take us to the green pastures. Okay, das Dreiklopf von dem Dialog. Ja, ist ja gut. Wir reisen einfach weiter. Wenn es wichtig ist, wird es das sicher wiederholen. Weiß echt nicht, was die beste Strategie ist zu machen. Entweder anhalten und warten, bis er ausgeredet hat. Auf der anderen Seite ist die Story vielleicht nicht ganz so wichtig in dem Spiel, also zumindest die Nebenstory. Keine Ahnung. So, wo müssen wir hin? Wir sind hier unten. Ah, einfach die Straße entlang. Ich mache trotzdem meinen Wegpunkt hin. Schwenken kann ich nicht. So, okay. Dann können wir doch einfach mal weiterfahren. Ah, ich hätte... Glaubt, das rote Licht aktiviert die Zone. Warum nicht? Colossal Capius, smack dab in the middle of where Sierra used to be. You can't miss it. Na gut, das hört sich doch vielversprechend an. Guck mal, da haben wir wieder so eine Statue. Die können wir mal nach dem Weg fragen. So, ausrüsten. An die 1. Weißt du, wo es hier in die Hölle geht? Weg mit dir. So. Benzinfass. Das ist doch wunderbar. Ich glaube, wir sollten eh nachtanken. So, dann füllen wir das hier rein. Bei laufendem Motor natürlich. So wie sie es gehört. Nee, macht das zu Hause nicht nach, Kinder. So, dann kriege ich das hier rein. Ja, muss ich bestimmt abpumpen können. Hui. Na, das pumpt man aber schnell leer. Wieso dauert es tanken denn immer so lang? Und voll. Ach, das fühlt sich immer so gut an. Und dann haben wir hier noch ein Auto. Da können wir zumindest kurz in den Kofferraum schauen. Wenn es denn einen hat. Autofrag. Was ist hier? Nix. Na gut, weiter geht's. Ich höre ganz viele Mücken oder Insekten. Na, muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. Achso. Sehr schön. Weiter geht's. Da ist irgendwie so eine Kreiselanomalie. Die können wir vielleicht auch noch scannen. Achso, das war der Schein. Dann halt nicht. Werden wir schon irgendwann wieder sehen. Ich glaube hier links. Ja, ich finde auch, dass das hier nicht so toll ist. Oh nee, mehr Figuren. Driver, are you sure about this? Nein. Ah, they'll be fine. Nein. It's not fine. Look at those radiation spikes that Colossal Cappy's still giving off after all these years. To achieve any sort of resonance, the driver's going to have to get right up against Cappy. Das sind ja richtig viele. But Oppie's got a point. Any remnant energy lingering in the car is too weak to detect with conventional methods. Really? You're gonna take our side? This isn't about sides. That's a good plan. Schön. I won't risk someone's life just so we can log another remnant sighting. Dankeschön, den mag ich. Der will mein Leben nicht riskieren. Ja, irgendwie ja schon. Das klingt auch nicht gut. Her damit. Ich glaube, wir laden mal wieder ein bisschen was in unser Auto.
Thermokristall, her damit. Jetzt weiß ich, wo wir die her haben. So. Schön stapeln. Ah, das sieht doch wunderbar aus. So viel Loot nehmen wir hier mit. Benzin, ja, primitive Platte. Müssen wir jetzt nicht noch zerlegen. Aber das Plastik müssen wir hier aufsammeln. Können es doch nicht einfach hier auf dem Parkplatz liegen lassen. So asozial müssen wir heute nicht sein. So, alles eingesammelt. Noch nicht ganz. Ja, damit. Und her damit. Und her damit. So, die lassen wir einfach ganz. Das tun wir wieder runter. Und dann kann es auch schon weitergehen. Richtiger Gang. Und mit dem richtigen Gang ganz los. Wo muss ich hin? Wegpunkt. Okay, die Straße einfach weiter. Das sieht doch gut aus. Das hätte ich auch ohne Wegpunkt geschafft. Ansonsten hätten wir uns an dem Ding da orientieren können. Hui. Oh, da ist schon Instabilität. Und da ist wieder so ein Ding. Boah, das sind ja richtige Klauen, mit denen das Teil da rumfräst. Ich hätte es vielleicht hätte ich scannen sollen. Hey, was macht der Container mitten auf der Straße? Das ist kein guter Platz für einen Container. Vor allem, wenn man hier ein bisschen schneller fahren will. Ist da wieder so ein Links-Rechts-Ding? Ich muss das kurz scannen. Ich kann nicht alles ungescannt lassen hier. Ja, du bist links-rechts. Irgendwann finde ich raus, was das bedeutet. Und da liegt was. Ist das ein Benzinfass? Ja. Benzin haben wir genug. Oh, schön helle Scheinwerfer. Sieht von innen nie so aus. Frag mich, warum das so ist. So. Auf geht's. Besser, soweit das Auge reicht. Nein. Okay, die verwirren zumindest mein Auto. Das ist gut zu wissen. Ja, das tat dem Auto nicht gut. Schön anhalten. In der Anomalie. Wo denn auch sonst? Hier ist nämlich ein Baucontainer, der sich looten lassen will. Okay, mich als Person beeinflusst es links-rechts nicht, aber das Auto, ungefähr so wie erwartet, mit ein bisschen mehr Rumgerupe. Und ich finde echt, die hätten hier das bisschen heller machen sollen. So. Ist egal, wir werden zurechtkommen. Ein Laborcomputer. Oh, ich glaube, der ist wertvoll zum Zerlegen. Scammer einmal. Wissen aber eigentlich, dass der Verschrotter dafür richtig geeignet ist. Ich wollte doch nur das Zeug hier. Gut, Werkzeugkiste haben wir. Normale Kiste haben wir noch nicht. Ersatzglühbirnen-Kit kann ich aktuell nicht aufnehmen. Schau mal gleich mal, ob es funktioniert. So, alles rein. Ein Receiver. Boah, du hast bestimmt auch schöne Bauteile. Gut. Lass mich doch einfach rüber hier. Mensch. So, dann einmal nochmal Quickstecken. Oh, ganze Fackeln weggelegt. Das ist meine effektivste Waffe. So, dann nehmen wir noch das Ersatzglühbirnen-Kit mit und dann können wir Richtung Missionspunkt gehen. Na komm schon. Wo war das drin? In der? Nee. In der? Na. Blindes Huhn erinnert sich auch mal daran. Oh, das hat sogar was gebracht. Nachhaltig habe ich einen Blueprint bekommen. Sieht zumindest danach aus. Bisschen komisch, die Animation gerade. Und du bist gerade nicht auf... Ah, okay. Ja, das tut dem Auto nicht gut, wenn ich das mache. Zumindest im realen Leben. Ach, da ist schon wieder so ein Teil. Wäre das nicht sehr zu empfehlen. Achso, das wollte ich auch noch scannen. Ja gut, Auto fährt halt jetzt ein bisschen zurück. Was bist du denn? Kein Signal. Kommen wir hier überhaupt gescheit rüber? Ja, hier kommen wir auf jeden Fall rüber. Komm, ich will dich scannen. Du tust bestimmt nicht so weh. Ein Dosenöffner. Na, das ist eine passende Bezeichnung.
So, her damit. Her damit. Noch was von Bedeutung, noch was von Interesse. Sieht nicht so aus. Vielleicht hier rein? Nö. Gut. Dosenöffner nicht zu sehen. Aber zu hören, da kommt er schon. Ist egal, wir werden es schaffen. So. Rein mit uns. Setz dich doch ein bisschen schneller. So. Mopsgeschwindigkeit voraus. Fuck. Das wäre beinahe schief gegangen. Hat so lange gebraucht. Wären beinahe geöffnet worden. Das wäre nicht so angenehm. So. Rein hier. Einfach rein hier. So. Wird aber tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es hier weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal.